Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von West bis Osten. Ich bin euer Nixon, so wie es hier steht. Und wenn ich schon so ganz deutlich hier auf meinen MKW-FC zeige, der hier ja ganz offensichtlich steht, kann sich jeder schon denken, was das heute bedeutet. Ja, mal abgesehen davon, dass ich es in meinem letzten Video, glaube ich, auch angekündigt habe. Heute geht's mal wieder online und es wurde ja auch langsam mal Zeit dafür. Also ich meine, ich habe jetzt wie lange, 2 Wochen oder so, keinen Online-Termin mehr mit euch ausgemacht und habe jetzt zuletzt tatsächlich ein Offline-Rennen gemacht. Oh mein Gott, wie kann ich nur? Ja, ich habe die Offline-Grand Prix weitergefahren, aber das muss ja irgendwann auch mal sein und es gab ja auch genug Zeug, dass ich euch zwischendurch mitteilen musste und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Video wieder einigermaßen informativ werden könnte, aber mehr dazu später. Jetzt gucken wir erstmal, dass das hier irgendwie ein bisschen vorangeht, Raum aufmachen und so, ne? Und sobald der Raum steht, mache ich dann hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich im ersten Rennen, im ersten Grand Prix oder Team Grand Prix wieder. Je nachdem, wonach mir ist und wie viele Leute da sind oder so. Und schon sind wir auf dem DK-Bergland. Das ist ja mal ein extrem deprimierender Start in den Tag. Oh Mann, und das macht's noch gleich viel besser, oder? Wie ihr seht, ich bin mal wieder sehr exotisch mit meiner Fahrerauswahl. Also König Buhu ist ja jetzt nicht unbedingt so einer meiner bevorzugten Fahrer. Aber man kann ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und ja, mal sehen, woraus rausläuft. Es ist jetzt irgendwie extrem erstaunlich, wie schnell sich dieser Raum gefüllt hat, muss ich an der Stelle sagen. Also, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Raum so schnell voll war. Und ich finde das immer noch extrem begeisternd, mit welchem Interesse ihr hier weiterhin an meinem kleinen Let's Play doch teilnehmt. Weil so macht das irgendwie mehr Spaß. Ne? Also, wenn man Leute hat, die mitspielen wollen, dann ist das eine tolle Sache. Kann ich nur, ja, kann ich mich nur für begeistern. Oh, verdammt, das war nicht gut. Nein, 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 ich will da runter. Oh, ich bin so dumm. Ich sollte lassen. Aber ich mach's trotzdem. Oh Gott, das war etwas waghalsig, aber es hat geklappt. Was sagt man dazu? Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen. So, und dann könnte ich mal so versuchen, das Ganze hier etwas... Dankeschön, René. Okay, da sind wir schon mal einen, der hier drin ist. Haha. ja. Dann könnte ich versuchen, das Ganze mal ein bisschen informativer zu gestalten, denn es ist ja immer noch... Das war genial. Es ist ja immer noch eine Kleinigkeit offen, und zwar, diese Statistik von Klatsch, von der ich schon vor einer Ewigkeit gesprochen habe und ist mittlerweile ja natürlich längst fertiggestellt, was ich auch schon erwähnt hatte. Und ich wollte die eigentlich ja schon längst dann auch mal etwas erläutern, aber irgendwie hat sich die Gelegenheit dann nicht so ergeben, weil ich nicht drauf vorbereitet war oder weil ich Offline-Rennen gemacht habe und andere Sachen zu erklären hatte und so weiter und so fort. Also versuche ich jetzt mal so ein bisschen drauf einzugehen. Also der erste Teil der Statistik, der ist uns ja mittlerweile bekannt. Da ging es ja drum, keine Ahnung, welche Strecken so ausgewählt wurden, welche Platzierungen ich dort so hatte und so weiter und so fort. Eben diesen Kram. Und jetzt im zweiten Teil der Statistik geht es um das gleiche wie das, was Ulun schon geschickt hat, allerdings mit einem geringen Unterschied. Und zwar hat er mir zwar auch aufgelistet, welche Items mich getroffen haben und welche Items ich so benutzt habe, beziehungsweise ob ich mit den Items getroffen habe oder nicht. Ich glaube, es ist hauptsächlich, welche Items ich überhaupt gekriegt habe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der Unterschied ist allerdings, dass Klatsch die Team-Grand Prix nicht mitgezählt hat, während Ulun die natürlich mitgezählt hat. Das heißt also, er hat zum Beispiel nicht mit registriert, ob ich von Team-Items getroffen wurde oder dergleichen, oder ob ich Teamkameraden mit Items getroffen habe. Und überhaupt, ich denke, er hat dann eben von den Team-Grand Prix überhaupt keine Angaben mitgenommen. Also weder, ob ein Item mich getroffen hat oder nicht, egal ob es von einem anderen Kameraden war oder von einem Gegner. Und das ist ja dann doch schon ein Unterschied, der auffällt. Und die Bombe war eigentlich gut geworfen, aber irgendwie trotzdem nicht getroffen. Und ich versuche dann mal im nächsten Rennen so ein bisschen drauf einzugehen. Vielleicht habe ich es ja noch ins Ziel, vielleicht auch nicht. Naja. Okay, das war jetzt schon ein peinlicher Auftritt. Aber egal, ich bin auch irgendwie jetzt gerade ein bisschen überfordert. Und die Bahn, die kannte ich ja sowieso noch nie. Aber ich habe alle 3 Runden die Abkürzung genommen. Und jedes Mal schlechter wie bei mir beim Versuch davor oder so. Und es hat jedes Mal geklappt. Seltsam. Okay, gegrüßt sein an der Stelle. Saki, Patty, Mio, Leon, Fire TikTok, René, Reza, ich. Wow, ich grüße mich selbst. Wow. Ulun, Silva, Anze und Anita. Ah, verdammt. Ange, Anze. Verdammt, du hast einen Namen. Du hast mir geschrieben, wie ich dich nennen soll. Und ich... ja, Gedächtnisprobleme. Ich habe das ja jetzt mittlerweile oft genug erläutert, oder? Vielleicht fällt es mir bis zum nächsten Rennen ein. Tja, damit wären wir schon wieder zurück und zwar auf Daisys Piste diesmal, so wie es aussieht. Vielleicht habe ich hier ein bisschen mehr Erfolg, auch wenn ich es irgendwie eher bezweifle, aber mal sehen, was draus wird, ne? Und jetzt versuchen wir mal... Ja, danke schön. Jetzt versuchen wir mal irgendwie ein bisschen auf die Statistik einzugehen. Das Problem ist nur,
Jetzt fängt wieder das an, was schon beim letzten Mal die Probleme verursacht hat. Gleichzeitig lesen und fahren, das ist doof. Und auch wenn ich es jetzt gerade noch nicht probiert habe, war das ja trotzdem hier schon ein Fehlschlag an sich. Ich glaube, ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Gas und versuche dann irgendwie mal so nebenbei einen Blick auf die Statistik zu werfen. Jetzt kommt der Rote oder so. Ja, war ja klar. Ach, warum mache ich sowas auch? Oh Mann. Und das war irgendwie auch sehr interessant, wie ich von der Wand abgeprallt bin. Egal. Apropos rote Panzer. Da ist mir was aufgefallen bei Klatsch-Statistik. Und zwar war ja Klatsch sehr detailliert, könnte man sagen, bei seiner Statistik insgesamt. Und hat sogar in dem Fall unterschieden, welche Art von Item es war. Ob es jetzt meinetwegen drei grüne Panzer waren oder nur ein grüner Panzer. Oder ob ich einen Dreierpack Bananen hatte oder nur eine einzelne Banane und so ein Kram. Also diese Unterscheidung zwischen dem gleichen Item im Einzelpack oder Mehrpack. Und da ist mir aufgefallen, du hast vergessen, bei den roten Panzern das zu unterscheiden. Also nehme ich mal einfach an, dass du mir die roten Panzer wahrscheinlich komplett geschickt hast, als ein Dings quasi. Also ohne zu unterscheiden zwischen einem roten Panzer oder drei roten Panzern. Und dann werde ich das eben entsprechend verwursteln hier, wenn ich es irgendwie hinkriege. Aber es ist jetzt im Moment ist es echt schwer. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beim letzten Mal überhaupt hingekriegt habe, aber ich gucke andauernd auf die Liste rüber, weil ich finde es... Also ich habe ja das Ganze in der Excel-Tabelle jetzt quasi umgewandelt und ich finde einfach keinen Punkt, wo ich hingucken kann, wo ich irgendwann was auf die Reihe kriege. Es sind ein paar schöne rote Zahlen drin. Ja, ich habe mir ein paar Sachen, die mir besonders aufgefallen sind, markiert, glaube ich. Also Items, die besonders häufig vorkamen, könnte man sagen. Du hast ja... Also Klatsch hat ja... nicht nur angegeben, welche Items wie oft vorgekommen sind, sondern er hat das gleich in Prozentzahlen belegt. So ist zum Beispiel, habe ich zum Beispiel 289 Bananen gehabt oder so in meinen Rennen, die er gewertet hat. Und das wären 157% pro Rennen. Also das heißt, ich habe 1,5 Bananen pro Rennen, könnte man sagen. Vierter Platz ist gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt hoffen wir mal, dass ich das im nächsten Rennen irgendwie hinkriege, dann ein bisschen auf die Statistik einzugehen, weil das wäre jetzt wirklich sinnvoll. Und schon geht's weiter auf DKs Dschungelpark. Heute sind irgendwie DK-Bahnen beliebt, oder? Also ich meine, das ist von drei Rennen schon die zweite DK-Bahn. Was fehlt dann noch? DK Chicano oder so. Dann hätten wir alle durch. Naja, egal. Tut nichts zur Sache. Ah, das ist mal wieder ein Mist hier mit ohne Items, sehr genau. Kommen wir mal ein bisschen auf die Statistik. Und zwar ist mir aufgefallen, zum Beispiel, gerade bei bestimmten Items, die ich besonders unfair finde quasi, da ist eins besonders oft vorgekommen, und zwar der Blitz. Ja, und zwar werde ich zu 50% von einem Blitz getroffen. In jedem zweiten Rennen könnte man sagen, werde ich vom Blitz getroffen. Das heißt, es wird wahrscheinlich in mehr als jedem zweiten Rennen im Durchschnitt ein Blitz vorkommen. Es kommt nur eben ab und zu auch mal vor, dass man nicht vom Blitz erwischt wird, wenn einer gespielt wird. Aber juhu! Okay, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Stelle, um den Bullet-Bill einzusetzen, aber was soll's. Wenigstens habe ich auf der Brücke ein paar Leute geärgert. Dann war das Ganze nicht ganz umsonst. Ja, und also in jedem zweiten Rennen vom Blitz getroffen zu werden, das könnte man jetzt zwar als etwas unvorteilhaft ansehen, aber andererseits muss man ja auch bedenken, es erwischt ja eigentlich jeden. Also ist es nicht so schrecklich, dramatisch, tragisch, was auch immer, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment annehmen würde. Hingegen muss man allerdings festhalten, dass ich nur zu 3,2% einen Blitz kriege im Rennen. Also im Prinzip kriege ich keinen Blitz, könnte man so übersetzen, wenn man wollte. Und das ist irgendwie auch faszinierend, weil ich bin gerade in letzter Zeit bin ich verdammt häufig hinten, habe ich den Eindruck, und kriege trotzdem keinen Blitz, obwohl ich heute ja schon einen hatte, als ich mal hinten war. Also kommt das offensichtlich doch ab und zu vor. Okay. Naja, wenigstens hat mein roter Panzer irgendwas erwischt. oder irgendwen. Wow, gut gefahren, Mio. Also, dass er da so schwungvoll einfach so durchgekommen ist. Ich meine, ich hatte es leicht, ich war klein und langsam. Aber Mio in groß, das war jetzt schon herausfordernd durchlaufen. Ja, der rote Panzer war wohl zu früh bei Patty und wurde vom Pilz-Dings, Maxi-Pilz, geblockt. Schade eigentlich. Und der blaue hat aber getroffen, oder hat nicht getroffen. Schlecht getimt. Ja, kommen wir mal zu was anderem. Powerblocks. Powerblocks fallen auch ziemlich häufig und ich finde, die Powerblocks gehören so zu den nervigsten Items in dem Spiel eigentlich überhaupt. Also, da haben wir auch einen. Wo wir gerade davon sprechen, das ist ja, als wäre es geplant oder so. Aber Tatsache ist eben, dass man gegen diese blöden Powerblocks ja nichts unternehmen kann an sich und immer seine Items verliert. Finde ich sehr nervig und die Dinger kommen zu fast 50% in jedem Rennen vor. Also,
Ja, also man wird praktisch in jedem zweiten Rennen mal vom Powerblock getroffen, könnte man sagen. Was mir allerdings eigentlich recht wenig vorkommt. Also, ganz ehrlich. Und, ja toll, jetzt kommt sowas. Das kommt ein bisschen spät. Ja, und ich habe auch nicht besonders oft einen Powerblock, muss ich feststellen. Wen habe ich denn da noch erwischt? Ich glaube, das war Silber. Ja, also zu 5,4% hätte ich einen Powerblock, das ist wenig. Aber, käme mir öfters vor. Also ich war eigentlich der Meinung, dass so ein Powerblock jedes Rennen vorkommt und ich habe den auch, naja, ich hätte wenigstens mal gedacht 10%, dass ich ein Rennen, einen Powerblock habe oder so. Also praktisch in jedem 10. Rennen ein, aber scheinbar ja nicht, ne? Okay, weiter.